Willkommen bei Gentleman's Attitude. Wir zeigen euch heute, wie man den einfachen Windsor-Knoten bindet. Und zwar fangen wir an. Auf der rechten Seite haben wir unser breites Ende der Krawatte. Auf unserer linken Seite das schmale Ende. Was den Abstand zum schmalen Ende der Krawatte zum Gürtel anbelangt, haben wir jetzt hier so zwei Hände breit. Es kommt ein bisschen auf die Länge eurer Krawatte an, dann müsst ihr ein bisschen mit rumprobieren. Fangen wir an, wir nehmen das breite Ende der Krawatte und legen es einmal um das schmale Ende herum, sodass das Ganze so aussieht. Danach nehmen wir wieder das breite Ende und legen es einmal hier so drum herum. Das kann auch ruhig alles sehr locker liegen, das ist gar kein Problem, am Ende zieht man alles fest. Danach, das macht den Knoten etwas sauberer, nehmen wir das schmale Ende der Krawatte und legen das in so eine Falte, so wie hier. Das macht es am Ende ein bisschen leichter, beziehungsweise wird der Knoten noch etwas sauberer. Danach halten wir hier fest. Danach halten wir hier fest und legen das breite Ende der Krawatte einmal hier oben durch. Das sieht dann so aus. Danach, wichtig, nehmt ihr wieder das breite Ende der Krawatte und legt es einmal hier unten entlang. So. Und nun legt ihr das einmal hier drumherum. Und dann seht ihr auch schon, hier bildet sich langsam sowas wie eine Krawattenschlaufe. Als nächstes nehmt ihr das breite Ende der Krawatte und zieht es einmal von unten so hier durch. Und dann seht ihr auch schon, hier unten hat sich eure Krawattenschlaufe gebildet. Danach nehmt ihr wieder das breite Ende und steckt es einmal durch diese Schlaufe, die sich gebildet hat, durch. So, und dann seht ihr auch schon, ihr habt schon euren fertigen Krawattenknoten. Der sieht natürlich noch nicht perfekt aus, deswegen müssen wir jetzt hier ein bisschen nachjustieren. Zuallererst, um diese typische V-Form zu bekommen, müsst ihr am breiten Ende der Krawatte ziehen, so ein bisschen ziehen. So, sieht das Ganze sauber aus und es zieht sich so ein bisschen zusammen. Jetzt sitzt der Knoten natürlich noch nicht auf der richtigen Höhe. Hierfür nehmt ihr das schmale Ende der Krawatte und zieht da ganz leicht dran. Ihr könnt so oben ein bisschen mitgehen. So, und dann sitzt er auch schon fast auf der richtigen Höhe. Jetzt haben wir einen Fehler, der am Anfang ganz vielen bei euch passieren wird, beziehungsweise es ist kein Fehler, sondern eher ein Problem, was ganz oft passiert. Man sieht noch relativ viel an den Seiten von der Krawatte. Was man hier macht, ist ein kleiner Trick. Man hebt den Knoten ein bisschen an, nimmt wieder das schmale Ende der Krawatte und zieht das Ganze auf die richtige Höhe. Und schon, seht ihr, sieht man jetzt nichts mehr von der Krawatte. Jetzt kann man noch ein bisschen nachjustieren. Seht ihr hier, kann man noch ein bisschen ziehen, damit er noch ein bisschen schöner wird. So. Und schon ist er fertig, der einfache Windsor. Wir hoffen, das Video hat euch geholfen und gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten findet ihr in der Infobox nochmal einen ausführlichen Artikel. Dort haben wir auch nochmal alles beschrieben. Ansonsten habt einen schönen Tag, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.